Die Konfliktparteien im Sudan haben sich nach US-Angaben auf Richtlinien für das Ermöglichen humanitärer Hilfe geeinigt. Vertreter der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz unterzeichneten im saudi-arabischen Jeddah ein entsprechendes Papier. Darin verpflichten sich beide Seiten dazu, humanitäre Hilfe ins Land zu lassen. So soll ermöglicht werden, die grundlegende Versorgung wiederherzustellen. Die Gespräche über eine Waffenruhe dauern derweil an. Seit Mitte April gibt es im Sudan Kämpfe zwischen den Truppen des Armeechefs Abdel Fattah al-Burhan und seinem früheren Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglu, der die Miliz RSF befehligt. Bislang wurden mehr als 750 Menschen getötet, Hunderttausende flüchteten.